So Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen, und wir reagieren nach längerer Zeit endlich mal wieder auf ein Video, und zwar auf die tragische Geschichte von Mia Khalifa. Ich bin sehr gespannt, abonniert gerne den Channel kostenlos, lasst gerne einen Daumen da, und ich weiß, ihr kennt diese Frau bestimmt von irgendwo, ja? Also schreibt sie unbedingt gerne in die Kommentare oder schaut auch gerne auf it's_tobi auf TikTok vorbei, da sind wir 11.200 Leute, also Links überall unter der Bio. Ich würde mal sagen, wir starten direkt los. Kennt ihr diese Frau? Nein. Wahrscheinlich schon, auch wenn es viele von euch vielleicht nicht zugeben. Allein der Meme das von der ist Mia Wahnsinn. Khalifa, eine der bekanntesten Pornodarstellerinnen aller Zeiten. Bis heute dominiert sie die Rankings auf allen großen Plattformen, obwohl sie nur... Wir haben das wahrscheinlich sogar explizit recherchiert, ich bin mir da fast sicher. Ach du Kacke. 3 Monate in der Industrie war, vor fast 8 Jahren. Doch ihre Geschichte nur so kurz ist keine war die... von unglaublichem Erfolg. Okay. Sie handelt von erzkonservativen Familienverhältnissen, dem Bruch mit religiösen Wertvorstellungen, Morddrohungen, Hacks, Knebelverträgen, Beschimpfungen und skrupellosen Labels. I didn't want to be famous. One Google search away. Hacked by ISIS. Money machine. Utter fear. They just laughed. At that point, my life was kind of ruined. It was turned upside down. Okay, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall auf die Story von ihr. Ja, man kennt das ja auch so von so Prostitution und so weiter. Ich meine, das ist natürlich weit weg, aber trotzdem, dass man da reingedrängt wird. Ich bin sehr gespannt auf ihre Story auf jeden Fall. Abonniert gerne den Channel. Mia Khalifa, das ist nicht ihr echter Name, wird 1993 in Beirut im Libanon geboren. Da war ja auch die Explosion. Im Alter von 8 Jahren zieht sie gemeinsam mit ihrer Familie in die USA, nach Maryland. Sie studiert Geschichte an der University of Texas und zieht nach ihrem Uni-Abschluss nach Miami. Dort wird das Porno-Label Bang Bros auf sie aufmerksam. 2014 unterzeichnet Khalifa einen Vertrag bei der Produktionsfirma und dreht in 3 Monaten rund ein Dutzend Pornos. Eigentlich will sie das vor ihrer erzkonservativen Familie und ihren Freunden geheim halten. Aber naja, das ist gleich nicht. Im Dezember 2014 wird sie über Nacht zur meistgesuchten Darstellerin auf der Plattform Pornhub. Aufgrund einer einzigen Szene. In der trägt die damals 21-Jährige ein Hijab, also ein Kopftuch, das in der Regel von muslimischen Frauen getragen wird. Sie selbst ist keine Muslimin. Das ist schlimm. Das Video geht viral und verändert ihr Leben für immer. Ihre Familie erfährt von ihrer Pornokarriere und distanziert sich in einem öffentlichen Statement von ihr. Khalifas Handlungen würden weder die Überzeugungen ihrer katholischen Eltern, ihre Erziehung noch ihre libanesischen Wurzeln widerspiegeln. Sie würden hoffen, dass ihre Tochter wieder zur Vernunft komme. Ihr Verhalten, sowohl für ihre Familie als auch für ihr Heimatland, seien nicht ehrenhaft. Khalifa muss massive Anfeindungen und Beleidigungen ertragen, besonders aus dem Nahen Osten und speziell ihrem Heimatland. Das ist klar. Dort löst die Hijab-Szene eine riesige Kontroverse aus. In vielen arabischen Ländern sind Sexualität und Nacktheit ziemliche Tabuthemen. Pornografie ist häufig sogar gesetzlich verboten. Ja, sehr viele bieder. Muslimische Frauen tragen den Hijab aus religiöser Überzeugung und Tradition. Das Kopftuch soll laut dem Koran die sexuellen Reize der Frau verdecken. Khalifa erhält wegen des Videos sogar Morddrohungen von der Terrormiliz Islamischer Staat. Sie veröffentlichen ein bearbeitetes Bild, das ihre Enthauptung darstellen soll. Außerdem hacken sie ihren Instagram-Account und schicken ihr später einen Google Maps-Screenshot ihrer Adresse in Miami. Utter fear set in. I lived in a hotel for like 2 weeks. And I moved after I was able to like, you know, get my things together and, you know, find a new place. But that was one of the scariest. That was way more scary than the beheading Photoshop. Die Enthauptungsbilder und so weiter ist ja klar, ist ja nicht so schlimm, aber wenn die dann genau wissen, wo du bist, obwohl du das irgendwie vielleicht auch gerne gesagt hast oder so, ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr scary ist. Mia Khalifa wird auf der Straße angebrüllt, ihr wird hinterhergepfiffen, sie wird von fremden Leuten von der Seite angemacht, als sei sie zu einer Hälfte Hass, zur anderen Sexobjekt. Dazu schreibt sie später in einem Instagram-Post: The men yelling at me are the same men clicking on me. Ja, man kann es nicht anders als Doppelmoral oder heuchlerisch bezeichnen, dass Menschen sich jemanden gerne auf dem Bildschirm angucken, aber in der echten Welt kein bisschen respektieren, keine Rechte für diese Person
wollen und natürlich auch nicht dazu stehen, dass sie diese Person auf dem Bildschirm gerne ansehen. Das ist Madita Oeming. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und forscht schon seit Jahren zu Pornos. Hier beschreibt sie einen ziemlich üblen Widerspruch rund um die Pornoindustrie. Mia Khalifa und zahllose weitere Darstellerinnen haben Content produziert, der von hunderten Millionen Menschen gefordert und angeschaut wird. Warum werden sie dafür eigentlich verurteilt? Mit welchem Recht blicken so viele Menschen auf sie herab? Anfang 2015 verlässt Khalifa nach nur 3 Monaten die Pornoindustrie. Erst 4 Jahre später bricht sie ihr Stillschweigen und so wenig Zeit und so viele Filme gedreht, also so keine Ahnung, so im Kopf der Leute geblieben, dass sie bis heute so eigentlich geblieben. Das ist ein Wahnsinn, was für einen Hype in so einer kurzen Zeit da ausgelöst wurde. Bricht über die berüchtigte Hijab-Szene. Sie erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren damaligen Arbeitgeber Ben Gross. Sie sei von den verantwortlichen Produzenten zu der Szene gedrängt worden. Vor dem Dreh habe sie sogar... Ich meine, sie war damals 21. Ich meine, was willst du da auch? Ich noch sehr unerfahren, gerade mal in Amerika wachsen. Und ja, und dann sowas. Ich meine, du musst mal mit dem Druck und so weiter umgehen und mit diesem Hate. Verbatim told them, you guys are gonna get me killed. And they said. They just laughed. Sie dreht wirklich heute eine Pille? Bereue sie das Video sehr. Warum aber hat sie den Dreh damals nicht einfach auch abgebrochen? I was scared. I knew that if I said no, it would, you know, they're not going to force you to do it. That's at that point, that's rape. No one's going to force you to have sex. But I was still scared. I was intimidated. I was nervous. Nach dem unvorstellbaren Shitstorm rund um die Szene stand Khalifa nach eigenen Aussagen dann ganz allein da. Von Bang Bros habe sie keinerlei Unterstützung erhalten. Die Art, wie sie am Set eingeschüchtert wurde, sei laut ihr auch kein Einzelfall. Sie wirft der Branche vor, gerade junge Frauen in die Pornoindustrie zu locken, sie zu manipulieren und zur Unterzeichnung schlechter Verträge zu drängen. Sie ist bei weitem nicht die Einzige, die von solchen Erfahrungen berichtet. It's the same with when you sign your contracts, you have, you know, the president and the CEO of the company sitting in the room with you, waiting for you to read it. And when you're reading it, you're not comprehending anything that's written because you're so nervous because people are staring at you. Mia Khalifa habe nach eigenen Angaben als Pornodarstellerin gerade einmal $12,000 verdient. Bang Bros streitet alle Vorwürfe vehement ab. Sie äußern sich auf einer eigens dafür erstellten Website. Statt 3 Monaten hätte Khalifa fast 3 Jahre als Pornodarstellerin gearbeitet. Dafür liefern sie keinerlei Beweise. Auf ihrer Hauptseite tun sie allerdings in 2 Fällen so, als wäre Mia Khalifa 2017 und 2018 für neue Videos zu der Produktionsfirma zurückgekehrt. Beides natürlich ist gelogen. Sus. Die Produktionsfirma behauptet außerdem, Khalifa hätte nicht 12.000, sondern insgesamt $178.000 verdient. Hier steht letztlich Aussage gegen Aussage. Welche Zahl nun stimmen mag, 12.000 oder doch eher $178.000, ihre Videos wurden allein auf Pornhub über 1,2 Milliarden Mal aufgerufen. Sie gehört bis heute zu den beliebtesten Pornodarstellerinnen auf der Plattform. Auf ähnlichen Plattformen ist sie ebenfalls bis heute an der Spitze. In ihrer Kategorie ist das, also sie hat eine Handvoll Videos gedreht und in ihrer Kategorie sind 139 Videos. Ist schon ein bisschen sauce, oder? Ich meine, sind dann Nachahmerfrauen oder wie stelle ich mir das vor? Bang Bros, Pornhub und Co. haben an ihren Inhalten mutmaßlich ein Vermögen verdient. Zu genauen Zahlen wollen sich die Unternehmen nicht äußern. Bei der Verbreitung zahlreicher Kopien ihrer Videos profitiert Khalifa nicht mit. Diese Einnahmen gehen an das Produktionsstudio und Seiten wie Pornhub. Aus ihrer Sicht war ihr Vertrag ganz klar ausbeuterisch. 2020 hat sie unter anderem deshalb von Bang Bros und Pornhub gefordert, ihre Szenen zu entfernen. Bis heute wahrscheinlich nicht, oder? Die Darsteller... Was einmal im Internet ist, wirst du auch nicht mehr wegbringen. Gerade solche Videos, die sind ja schon auf 1000 verschiedenen Seiten kopiert und kopiert und kopiert und teilweise runtergeladen und. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas... irgendwie jemals wieder runterkommen wird.
und Darstellerinnen sind in der klassischen Pornobranche häufig die klaren Verlierer. Flatrate-Verträge mit $1,000 pro Szene und danach kein Cent mehr sind gang und gäbe. Die Performer können häufig nicht wie Musiker immer wieder mit jedem Klick an ihren Werken mitverdienen. Sie erhalten keine aktive Beteiligung, nur eine feste Gage für den Dreh. Alle weiteren Einnahmen gehen dann in der Regel an die Produktion. Deswegen nehmen sie sich auch junge Frauen, die haben dann noch nicht viel Ahnung dran, wollen denken oder sehen die fette Summe von, keine Ahnung, 10, 12 Millionen, dass sie dann dafür, keine Ahnung, 20, 30 Mal im Rücken liegen müssen. Ja, das denkst du dir, okay, ja, geht ja, ich meine, für jedes Mal 500 oder so, aber dass die dann Millionen verdienen damit, ist halt, ja, eine Schweinerei. Produktionsstudios. Das alles wirkt auf uns ziemlich unfair. Ist es auch. Und damit sind wir nicht allein. Tatsächlich gibt es eine wachsende Sparte mit explizit fair produzierter Pornografie. Bei diesen Produktionen wird zum Beispiel versichert, dass es sich um einvernehmlichen Sex handelt und die Darsteller volljährig und gesund sind. Die Darsteller können sich ihre Partner für den Dreh außerdem selbst aussuchen. Dadurch sollen echte menschliche Verbindungen gefilmt werden. Eine sehr erfolgreiche Produzentin fairer Pornos ist zum Beispiel die Schwedin Erika Lust. Der Nachname ist Pornos müssen Konsumenten allerdings zahlen. Ist klar. Aus gutem Grund. Es fängt ja schon mal damit an, dass die meisten Menschen, wenn ich sage, bezahlt für eure Pornos, anfangen zu lachen. Also die Bereitschaft für Pornografie zu bezahlen ist für viele Menschen so absurd geworden in dieser Zeit, weil es so selbstverständlich geworden ist, dass Pornografie umsonst zur Verfügung gestellt wird, dass da eigentlich das Problem schon anfängt, weil das natürlich auch was mit der Wertschätzung von einem Produkt zu tun hat, der Wertschätzung von den Menschen, die da drin. Vor allem musst du auch mal dazu stehen. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch das Problem, weil die meisten nicht mal dazu stehen und sich denken so, nee, ich zahle da lieber nicht dafür. Oder keine Ahnung, dann steht auf deinem Konto irgendwie so an diese Seite gegangen. Also ich kann mir da gut vorstellen, dass da auch Biederheit ein bisschen eine Rolle spielt. Aber ja, ich meine, du musst dann dazu auch stehen. Arbeiten, also wir sind in einem kapitalistischen System. Wir drücken darüber auch Wertschätzung aus. Jan Böhmermann hat kürzlich den ersten öffentlich-rechtlichen, fair produzierten Porno herausgebracht. Ein Link zur entsprechenden ZDF-Magazin Royal-Folge ist in der Beschreibung. Der Mann übertreibt doch nie. Bis heute findet man unzählige Videos von Mia Khalifa auf Pornhub. Und es gibt sogar noch eine Website unter ihrem Namen, an der sie, laut ihr selbst, nichts verdient. An all diesen Inhalten hat Khalifa... Ich frage mich auch, ist das ihr echter Name? Weil, ich meine, da gibt es ja auch immer so Künstlernamen und so. Das ist natürlich schon weird, dass die auch in ihren Namen so verdienen, also dass das rechtens ist. Das, keine Ahnung, aber ich meine, die verdienen ja mit ihren Namen und das ist echt... Keine Rechte. Sie hat keinerlei Macht über die Verbreitung dieses Materials. Anders auf OnlyFans. Auf der Online-Plattform entscheiden die Creator ja selbst, was sie veröffentlichen. Auf ihrer entsprechenden Page schreibt Khalifa, "This is the only site where you can find content I consent to publicizing." Sie postet dort zwar Bilder aus ihrem Alltag, Nacktfotos, veröffentlicht sie aber nicht. Wahrscheinlich. Sie will schon lange nicht mehr auf ihre Pornokarriere reduziert werden. Ihre Vergangenheit mag zwar stets nur eine Google-Suche entfernt sein, dennoch versucht sie seit ihrem Ausstieg das Image ihrer Person zu ändern. Heute widmet sie sich ihrer wahren Leidenschaft, dem Sport. Alright, on to news only Mia cares about. We are going to talk about enforcers in the Das ist natürlich show. Auch. Sie arbeitet als Kommentatorin und ist unglaublich. Ja, auf TikTok ist sie richtig erfolgreich. Not a Migrant oder so. Ja, die Bio ziemlich lustig. Ich glaube, die ist auch verdammt lustig. Erfolgreich auf Social Media. Auf TikTok und auf Instagram. Ja, der Name ist dann doch. Dort verarbeitet sie humorvoll ihre Vergangenheit. Tell me why you're the family disappointment. Und nutzt ihre Reichweite, um über die Ausbeutung junger Frauen in der Pornoindustrie aufzuklären. Ja, es ist. Mia Khalifas Geschichte zeigt, wie erbarmungslos Teile der Pornoindustrie operieren, wie junge Frauen manipuliert und dann von der Öffentlichkeit verurteilt werden. Sexarbeit ist Arbeit. Wir als Gesellschaft sollten diese Arbeit anerkennen, entstigmatisieren und respektieren. Dazu zählt vielleicht auch für fair produzierte Pornografie. Oder wie damals so mit Videokassetten und so. Ich meine, ich kann mich nicht an die Zeiten erinnern, aber auch in so Filmen und so wieder. Das ist so in die Videotheke, in die
diesen Vorhang und dann so diese 18 plus und so. Ich stelle mir das ziemlich lustig vor, wenn du da so mit einem Film so rauskommst und so, ach, den hatten wir diese Woche schon dreimal hergeschenkt und so. Ach, das stelle ich mir echt ziemlich, ähnlich wie Kondome an der Kasse kaufen vor. Ist sicher sehr interessant gewesen. Zu zahlen. Nicht zuletzt sollten wir viel offener und ehrlicher über Pornos sprechen und Slut-Shaming, geprägt durch Vorstellungen aus dem Mittelalter, hinter uns lassen. Das ist eine ziemlich traurige Story auf jeden Fall. Aber natürlich auch toll, wie sie damit umgeht dennoch. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Kanntet ihr sie oder nicht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Also irgendwo ist euch diese Frau bestimmt schon begegnet. Ich kann nur sagen, falls ihr nicht viel von ihrer Vergangenheit sehen wollt, gebt den Namen nicht in Google an. Das kann vielleicht jetzt nicht so optimal werden. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Schaut gerne auf IT-Gaming auf Instagram vorbei und auch gerne auf IT-Tobi auf TikTok. Links mal in der Bio. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.